Willkommen zurück, CSR Automotive Golf 8 GTI bzw. diese Blenden, Bad Look Scheinwerferblenden, wie man es auch immer nennen mag, kann man natürlich an jedem Golf 8 vor Facelift. Ich weiß nicht, am Facelift haben sie es glaube ich wieder ein bisschen geändert. Ja. Müsste man probieren. Das werden wir sehen. Ihr seht es ja dann in der Produktbeschreibung bei uns im Shop, ob es kompatibel ist. Ich selber hatte noch keinen Facelift da. Warum haben wir uns das hier einfallen lassen? Wirklich böse wird er dadurch natürlich nicht, aber diese, ja, wie soll man sagen, Wimper, diese Lidschatten hier, gab es ja einige Leute, die gesagt haben, Mann, muss das unbedingt sein. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, machen wir doch eine Abdeckung für alle, die keinen Bock drauf haben, die ein herkömmliches Design vom Scheinwerfer haben möchten. Man kann das Ganze natürlich in Wagenfarbe lackieren, dann fällt das ja überhaupt nicht mehr auf. Hier in dem Fall haben wir es einfach gehalten, haben unser Glossy-Material genommen. Ja, und jetzt machen wir das einfach mal drauf. Reinigungstuch ist mir dabei. Wie hier, wie überall, immer schön reinigen. Wir haben ja Scheinwerferblenden für ganz viele Fahrzeuge, also in vielen Bereichen auch wirklich richtig böser Blick. Also der Scheinwerfer wird jünger. Und schaut mal in den Shop rein, wenn ihr Bock auf Scheinwerferblenden habt. Da gibt es so einige. Also hier die Positionierung ist natürlich das A und O. Und bitte nicht schimpfen, wenn was nicht richtig positioniert ist, dann können wir leider auch nicht viel dagegen tun. So, aber ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, es wieder abzumachen, bei uns 3M Klebeband nachzubestellen. Wir haben das passende für euch, auch Primer, Putztücher und so weiter. Schreibt mir in die Kommentare, ob es cool ist. Ich muss sagen, why not? Scheinwerfer schaut auf jeden Fall somit schon mal anders aus. Auf jeden Fall. Coole Sache. Wenn ihr meint, Scheinwerfer blenden, sollten wir in Zukunft wieder ein bisschen mehr ins Programm aufnehmen für neuere Fahrzeuge etc. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Fahrzeugwünsche und meint, dass es dort oder also bei speziellen Fahrzeugen eben besonders interessant ist. Hier die Scheinwerferblenden haben eine gutachterliche Stellungnahme dabei. Das heißt, da muss man nichts eintragen, es wird hier auch nichts abgedeckt. Nichts Elementares, was irgendwie laut STVO nicht funktionieren sollte oder darf. Ja, ich würde sagen, ganz, ganz schnelles Parkplatz-Tuning hier in dem Fall. Das Fahrzeug auch ganz nett verändert. Ich würde mich über ein Like freuen, über gut wohlwollende Kommentare und würde sagen, bis das nächste Mal. Es geht nämlich weiter mit Heckflügel und dann tauschen wir auch schon wieder die Teile aus, denn es gibt wieder neue Entwicklungen für den Golf 8 und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. CSR.